Stefan, wir bleiben in Kontakt. Danke erstmal. Auf ein gutes Top 4. Ciao. Ciao, ciao. Bingo! Yes! Ja, logisch. Top 4 in München. Wir haben ja den Zuschlag ziemlich spät bekommen, hatten brutto eigentlich 6 Wochen, uns vorzubereiten, aber da kamen die Weihnachtsfeiertage und Neujahrsfeiertage dazwischen. Eigentlich haben wir 5 Wochen gehabt und es war eine sehr, sehr intensive Zeit. Es gehört viel Power dazu, viel Stress, viel Aufregung. Alle sind wirklich, haben das Maximale geleistet, um so ein Wochenende auf die Beine zu stellen. Und ich glaube, als Marke FC Bayern willst du natürlich auch Perfektion. Das ist für die Kanessen. Es werden noch 2, 3 Leute sein. Okay, also sagen wir mal 100. Wir haben ja ein sehr hartes Gespräch geführt, Steffen und ich, im April, Mai letzten Jahres. Steffen war ja in der Jugend tätig bei uns als Trainer, aber ich wollte ihn anderswo haben. Ich wollte ihn genau da haben, wo er jetzt ist, nämlich als Markenbotschafter, als jemand, der nicht jetzt den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt, obwohl er das jetzt auch mittlerweile machen muss und Excel-Tabellen führt. Das haben wir jetzt bei der ganzen Orga für Gala gesehen, dass es nicht seine Sache ist, aber er hat, ich will nicht sagen, sehr gut, er ist perfekt gemacht. Vom Parkett jetzt ins Büro zu gehen, war kein einfacher Schritt, aber im Endeffekt habe ich ganz viel Spaß bei der Sache. Man ist noch nah am Sport dran. Also ich werde immer mit dem aktiven Basketball verbunden sein. Die Rolle ist halt einfach nur eine andere. Genau. Die ältesten Bilder chronologisch, ja, deine Geschichte erzählt. Genau. Wird. Genau. Und dann kommen die dorthin. Ja. Und dann werden die Pokale dort ausgestellt. Ja. Mit einem Sperrband. Genau. Kannst du der... Hört auf rumzuschreien. Andrea, bitte kurz. Jona! Ich gehe davon aus, dass die Hälfte der Mitarbeiter mich verflucht hat, dass wir unbedingt diesen Zuschlag haben wollten. Ein bisschen Bundesliga. Okay. Aber es gibt einen Grund dafür. Ich habe es ja schon mal erklärt, dass wir die Sportart Basketball hier in der Stadt verankern wollen. Und um das zu tun, muss man halt solche Sachen organisieren. Wir können ja sogar noch ein paar Plätze gewinnen. Ist das ein Kostenthema? Kostet Geld, ja. Wie viel? 10.000 circa. Boah. 10.000? Das kann sein, ja. Ich weiß, dass ich unangenehm war in verschiedenen Situationen gegenüber den Mitarbeitern. Wie sieht denn das bitte aus? Was sind die Delle hier? Wozu ist die Delle? Das sind halt alte Bälle. Ging jetzt nicht anders. Ist jetzt gut so. Nein, sieht scheiße aus. Ja, I don't care. Dann nimm die Erde und füll sie rein. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich da einigen auf die Nerven gegangen bin. Ja, das ist halt Ulm, das ist halt Ulm. Das ist scheiße. Also ich persönlich kann nur aus meiner Sicht erzählen, dass ich das natürlich aus Spielersicht schon ein paar Mal erleben durfte, wenn Stress aufkommt, Hektik und man ist man Kopf an Kopf so, ne? Und damit habe ich gelernt umzugehen. Was brauchst du nochmal von mir? Die Mail, die du an die Gabi geschickt hast. Ist das so? Machen die so ein Trouble jetzt oder was? Aber kommt da jetzt immer noch nicht? Es gab 1, 2 Momente, wo es hektisch wurde, wo man sich dann auch mal angemault war, der Ton war falsch und so. Aber danach ist das auch wieder vergessen. Ich glaube, man muss immer das große Ganze sehen. Und genau diese Reibereien macht das Ganze ja dann auch ein bisschen aus. Komm weg und so, das habe ich an die Mitarbeiter geschickt. Entscheidend für euch ist der da? Ja, ich glaube, jeder Mitarbeiter ist ans Maximum gegangen. Da ging es halt nicht um 14 Uhr, 16 Uhr oder 17 Uhr nach Hause, sondern um 19, 21 Uhr in der Woche vor dem Pokal. Von Tag zu Tag, von Woche zu Woche wurde die Hektik und die Nervosität schon spürbar. Ich denke mal, ist an den Tisch hier. Der Spieler möchte mir sprechen, ja, ich will sehen. Gut, super. Und dann sind wir durch. Also ich bin jetzt schon durch. Morning, morning. Hi, I'm Doug. Shout out, I'm with the gang. Hast du irgendwelche Fragen dazu? Wo wolltest du gestern? Ich bin Marco. Are you good, bro? Hello, thanks. Are you good? Yes, you're good. You good? Damn, bro.
love the cup. It's in the middle of the season and all the teams are getting ready for it. Like for us, the last 2 or 3 weeks, we were thinking a little bit on the cup. Although we were playing great teams and different objectives, BBL, EuroLeague games, but we were already thinking, okay, when, for example, Booker was hurt, okay, will we get him back for the cup, blah, blah. So the cup was a little bit in there. Jetzt würden die Bayern spielen ein vorzügliches Auswärtsspiel bei Fenerbahce Istanbul und es reicht am Ende nicht. Und wie oft haben wir das so ähnlich schon formuliert in dieser Saison? War schwer zu akzeptieren, dass wir das Spiel in Fenerbahce verloren haben. Das haben wir aus der Hand gegeben. Der Sieg für den FC Bayern Basketball, der war dringend notwendig, um an Platz 10 dran zu bleiben. Das ist eine ganz bittere Niederlage Nummer 14 für Pablo Laso und die Bayern. Ein Heimspiel gegen den Tabellenletzten musst du gewinnen, wenn du mitmischen willst. Das Spiel gegen Villaban, das war wirklich, das war nicht gut. Und irgendwie sind wir am Leben geblieben, dann kam dieses Spiel gegen Baskonia. 30 Sekunden! In Belgrad, wo wir dann endlich mal ein knappes Spiel gewonnen haben. Ausgleich oder Führung für die Münchner ist möglich. Sylvain Francisco, der Crossover, Sylvain Francisco, stoppt ab, Step Back, Dreier, gut! Sylvain Francisco! And when we won, I was like, that's crazy. I was like, yeah. You know, I was really happy, because it was really amazing, especially doing this in the Stark Arena. With like 20,000 people yelling, screaming, and all that. And now you just like, everything is just like shut down. You don't hear anything, just throwing bottles, throwing all of that. You'd be like, wow. Like, that's a crazy atmosphere. Es ist nicht leicht. Man kann sich gegenseitig nicht mal hören. Das heißt, man muss wirklich einfach eins sein. Also, das Team muss einfach wirklich miteinander in Sync sein. Und so ein Spiel am Ende noch so zu gewinnen, also das ist, ich glaube, da muss ich schon auch ein bisschen Chapeau an Sylvain geben. Es ist schwer. Also von den nächsten 9 Spielen müssen wir 7 gewinnen, um uns einen Platz sozusagen zu sichern. Das Beste wäre natürlich, wenn man aus den 9 Spielen 9 gewinnt, so einen kleinen Run zu gehen. Ich glaube, das alles kam ein bisschen mit der Zeit bei mir. Als ich nach LA gezogen bin, andere Sachen gesehen, anderen Style gesehen, andere Menschen kennengelernt, eine ganze neue Kultur kennengelernt. Man wird älter, man wird reifer und man hat sich die Fingernägel an, neue Haare, die Persönlichkeit verändert sich manchmal sogar auch. Inspiration ist überall, also wirklich. Ob es jetzt selbst hier in der Stadt München ist, ob es jetzt in anderen Städten ist, vom Reisen, sehr, sehr viel Reisen, Social Media, mein Umfeld, Pinterest, wo ich sehr, 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 sehr viel drauf gucke. Ob es jetzt Uli Hoeneß war oder Herbert, die beiden, die alle finden es immer ziemlich lustig. Uli meinte am Anfang so auch, dass der Schweinsteiger das auch mit seinen Nägeln hatten und sowas. Deswegen, also ich appreciate es echt, wie die alle damit umgehen und dieses Familiäre im FC Bayern, und das ist echt schon richtig cool. Ich habe ein paar Werte, für die ich stehe, ein paar Sachen, für die ich mich, ist, ob es öffentlich, politisch einsetzen möchte. Ich
Wir waren ja zusammen auf der Veranstaltung am Odeonsplatz zusammenreißen, wo er vor 25.000 Menschen gesprochen hat und seine Erlebnisse erzählt hat, wie es ihm gegangen ist als Kind, wenn er rassistisch beleidigt wurde oder gemobbt wurde. Und das zeigt auch diese innere Stärke, die er hat. Ich glaube, wenn wir alle einfach zusammen, alle Rassen, alle Charakter, alle Kulturen, alle Menschen, wenn wir alle einfach nur zusammenhalten, ich glaube, da können wir einfach so viel erreichen. Das war schon ein gutes Erlebnis. Und ich fand es einfach cool, dass ich mich wirklich äußern könnte und meine Message einfach überbringen konnte. Ist ja glaubwürdig, ist nicht aufgesetzt. Nice, einfach so eine Mischung aus Spieler und auch als Mensch so eine Mannschaft zu haben. As a human being is one of the coolest guys I've ever met. Schuhe? Hast du die? Ja, die haben dich nochmal gepimpt, weil das alles abgefallen ist. Also, los geht's. Ciao. Tschüss. Das war das erste Mal in die BMW-Welt mit aufgebauten Tischen für die Night of the Legends, die Gala-Nacht quasi, vor dem Pokal. Und schauen wir mal, was die Tische so zu bieten haben und was wir noch besser machen können. Nils Giffey, WM-Schuh, Gästebuch für heute Abend. Bitteschön. Dankeschön. Wow! Servus! Hammer, das sieht ja richtig, richtig, richtig schön aus. Ja, gell? Denkt man nicht. Wenn es dann dunkel mit Licht und so. Ne? Wir haben eh noch Pokale, die wir so ein bisschen platzieren wollen. Ja. Entweder unten oder oben, je nachdem, wie groß die sind. Und haben wir ja gesagt, wenn die Leute runterlaufen, dass auch auf der Treppe so 3-4 Pokale auch zu stehen sind. Oder? Das ist ja kein Problem, nur feuerschutztechnisch. Weil in dem Dunklen sind viel mehr. Und der ist ein nächster Monster, der kommt. Ja, ja. Also durch diese Wand gegangen. Das mit dem Smiley, das habe ich mir schon. Es war schon länger, also ich habe schon länger gewusst, dass ich das irgendwann mache. Das habe ich auch irgendwann auf Pinterest gesehen. Mit dem Smiley hinten habe ich gedacht, oh, das sieht ziemlich cool aus. Also oft färbt ist ja auch schwierig für die Haare, oder? Arbeitet mit dem, was man hat. Ja, voll. Jetzt können wir alle kaum erwarten, ne? Morgen dich zu spielen. Und übermorgen machen wir es auch. Wir holen jetzt Wendell Alexis ab. Wendell ist wahrscheinlich einer, wenn nicht der größte, nicht deutsche Spieler, der jemals in der Bundesliga gespielt hat. Ich habe mit ihm zusammengespielt, er war 6 Jahre über Berlin. Er kam an einem sehr fortgeschrittenen Alter, am alten Tag, was wollen Sie mit dem? Das ist alt. Und er war 6 Jahre lang nicht nur, dass wir alle Meisterschaften gewonnen haben, sondern er war der absolute beste Spieler der Bundesliga.
stolz, dass der Wendel kommt. I saw your father this summer. What? The coach in the national team. So, he's still coaching. Yeah. I was like, what the fuck? You should still be playing. Your hair is white. Listen, so he arrived yesterday, and he goes like, who's coming? I said, okay, why do you care? You're coming anyhow, you'll see who's there. Okay, who's coming from Alba? I said, okay, you know, the old players, York, Theo, are they coming? Henning, yeah. Oh, cool. Steven cool. is coming, and he goes like, again, you did not think about Alexis. You guys always forget. I said, how do you know Alexis is not coming? Is he coming? I said, yes, he's coming. I don't believe you. I said, okay, we'll see. Jetzt gehen wir, ich habe den Kulatsch-Pokal hier, den Dieter Howard war so nett, mir den auszuleihen. Den habe ich hier im Gepäck. Jetzt fahren wir in den BMW-Park, um das Museum fertigzustellen. Ich weiß, dass es großen Bedarf daran gibt, die Geschichte des deutschen Basketballs zu erzählen. Man muss ja irgendwo anfangen. Die Mitarbeiter, die haben das wirklich so gut gemacht in einer gewissen Zeitschiene. Und dann, wir haben so viele Pokale wie möglich. Ich glaube, wir haben fast alle Pokale da gehabt, die der deutsche Basketball gewonnen hat. Das war schon beeindruckend. Also. Nee, das ist zu schwer für dich. Nimm mal hier. Das ist Kulatsch. Fährt jetzt schon wieder? Geil, oder? Ich soll jetzt unsere Pokale dort auf, wenn Leute Sachen mitbringen. Sachen mitbringen. Wo gibt es denn das? Also den lassen wir hier. Ja. Ihr nehmt den Frankfurt mit. Das ist falsch hier, ne? Wer macht das? Das ist falsch hier. Das sind Kleinigkeiten, aber darauf müssen wir achten. Okay, super Leute, wie geil aus. Stopp. Minuten vorm Abend hat erstmal mein Telefon geklingelt, hat der Patrick nochmal angerufen, Femerling, und meinte so, Steffen, ich habe meine Anzughose vergessen. Und da musste man natürlich nicht für einen 1,90 Mann eine Hose besorgen, sondern für einen 2,13 Meter Mann, das war gar nicht so einfach. Aber das haben wir dann auch noch geschafft und dann ging es endlich los. Es war ein sehr, sehr schöner Moment, als die ersten Legenden dann auf dem roten Teppich erschienen sind. But you know what we expect on the weekend. I have to go. I knew it was coming. So, auf geht's. Daher freue ich mich auch auf die anstehenden Pokalspiele
Und ich wünsche uns gemeinsam ein spannendes Finale und Ihnen allen heute einen angenehmen und auch legendären Abend. Vielen Dank. Jetzt rede ich nicht als Geschäftsführer, sondern als ehemaliger Spieler. Eine Petition von uns allen hier, Trainern, Spielern, Managern, dass wir ein bisschen auch den DBB dazu gewinnen oder den Verband dazu gewinnen, alles hier ein bisschen auf eine höhere Ebene zu heben und mehr über die Geschichte und die Historie des deutschen Basketballs zu reden und nicht nur über die Gegenwart und Zukunft. Dafür sind alle da und alle Legenden, viele, viele Grüße. Habt ein schönes Wochenende. Beautiful Band. Marco hat gesagt, Heiko, spiel so lange du kannst Basketball, weil Spieler sein ist das Geiste. Danach geht's nur noch bergab. What they've done for German basketball is very unique and very surreal. And, you know, I think we all build on each other. We all learn from each other. As you always say, there's always someone before you that laid the foundation. So I think that really commemorated that evening and really for German basketball. For me, it was great to see a lot of my former competitors, a lot of my former teammates, and really reconnect with them. Talk about old times and games, and of course, seeing my old coach Sveti Pesic, it was a great feeling as well. Mir gefällt Basketball unheimlich. Es bringt noch schneller Emotionen hervor als Fußball, weil es so schnell hin und her geht. Zunächst mal sind wir sehr froh darüber, dass wir es geschafft haben, das Final Four hier nach München zu bringen. Ich glaube, das zeigt auch, dass die Bundesliga überzeugt gewesen ist von dem Konzept, das wir ihnen gezeigt haben. Und das Konzept ist, dass wir eben nicht nur um den Titel des deutschen Pokals hier spielen am Wochenende, sondern dass wir Basketball insgesamt viel, viel stärker in den Blickpunkt bringen. Also ich kann ja machen, was ich will. Die Entscheidung, das Top 4 zu organisieren, war seine Entscheidung. Wir haben das alles organisiert, aber am Schluss hat er das grüne Licht gegeben. Und da gab es überhaupt keine Zweifel, sollen wir es machen oder sollen wir es nicht machen. Er hat sofort zugesagt, sagt Marco, wenn wir es bekommen können, egal was du von mir brauchst, wir müssen das nach München holen. Marco. Ja. Ja, der ist aber, der ist erstmal mit Alba-Karten da, aber den hole ich dann nach vorne. Das habe ich schon mit ihm geklärt. Was muss jetzt nochmal? Zwei Tickets, ne? Spiel. Man gewinnt, man ist weiter, man verliert es vorbei, dann ist das alles weg, hinfällig. Von daher war es natürlich so ein Kribbel, man sehr, sehr heiß drauf, weil ich war sehr, sehr heiß drauf, sehr fokussiert. Play together, we're not gonna be perfect all time, we will miss a shot, we will miss a rebound for sure. Hey, we have to be there to help your teammate, okay? Everyone, go, 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 go. Let's go, guys, from the beginning, play hard. One, two, three, Bayern! Let's go, guys.
Weil man jeder angemerkt, dass er direkt ein Finalspiel spielen wollte, dass wir unbedingt diesen Pokal gewinnen wollten. Und ja, jeder ist mit, ich glaube, mit diesem Fokus ins Bett gegangen und man hat sich darauf gefreut. Focus, just, you know, focus, concentrate. I think nobody was really talking. I feel like everybody was really focused on their own, you know. After the speech with the coach, we just said, yo, let's go, guys. It's the last one. Let's win this game. 1, 2, 3. Fire! We start with the same lineup. Olmaro. Of course. Carson. Lucha. Niels. And Ibaka. Guys, defense, defense. Remember, first minute. Defense, establish the game now. Establish the game now. Yeah. It's fight from the beginning. It's final. It's final. Yes, sir. It's final, man. We got our three. 1, 2, 3. Together. Selbst für den Verein bedeutet das einfach ziemlich viel. Ein bisschen das, wofür FC Bayern München auch so steht. Und das am Ende des Tages ist einfach Titel zu holen. Und ich glaube, dafür ist auch jede einzelne Person, die hier ist, da. Auch ein gutes Gefühl, so einen Titel zu holen und außen einfach so eine Sache, um zu zeigen, dass wir dieses Jahr wirklich da sind, um da was ganz Großes zu machen. Ja,
der erste Titel ist immer das Schwierigste. Er muss auch das Gefühl bekommen, wie man in einer Liga einen Titel gewinnen kann. Und deswegen war das auch für ihn, glaube ich, sehr gut, dass es auch zu Hause passiert ist, in der Atmosphäre der Fans. Ich gehe davon aus, dass es der erste von vielen Titeln ist. Relief. I hate that word. Why? Because people doesn't enjoy what happens to you in life. They think, okay, good that I saved this. That's like a relief. No, enjoy it. So for me, I was very happy. I wanted to have those moments with my wife and my son that they're here with me. And this is a feeling that when you win something, you want to share with them. I was also very happy for my players and very happy for my staff who did a great job. Wir haben mit der Zeit es geschafft, eine Kultur aufzubauen, wo der Mitarbeiter auch das Gefühl hat, dass er ein großer Teil eines Titels ist und dass er was dazu beiträgt. Und man, zwei Stunden am Spiel, ich hoffe, da gibt es keine Bilder von, im Gang, es war ja schon eine Party. Ich habe nie im Leben gedacht, dass man dann bei der offiziellen Feier dann das einige bis 2-3 Uhr aushalten. Discussing with myself, I decided 2 days off, the third day is home office. Das Spiel gegen Roter Stern ist ein besonderes Spiel, weil wir momentan in einer euroligenen Situation sind, wo ich glaube, dass außer uns keiner glaubt, dass wir eine Chance auf die Playoffs haben. For me, success in the Euroleague is winning the Euroleague.